Ja, dann machen wir gleich das nächste Programm, gell? Der Microbit soll beim Start einmal das Wort Hallo zeigen und dann eine Zickzack-Linie für immer. Das heißt, onStart, Showstring Hallo, das lasse ich mir einfach da und dann Forever. Da hole ich mir aus dem Basic-Menü Show LEDs. Und da kann ich jetzt einfach sagen, das soll meine Zickzack-Linie sein. Machen wir eine zweite. Da kann ich also jede einzelne LED, so wie ich sie haben will, einfach anklicken und dann leuchtet sie. Ja, wenn ich da sage Reload, dann kann ich zuschauen, wie er einmal Hallo sagt oder zeigt. Und dann perfekt die Zickzacklinie. Ich bessere das jetzt einfach aus auf Hallo 3. Save. Datei speichern. So. Gut, wir nehmen das Hallo 3, Steuerung C, Microbit, Steuerung V. Und dann wird es da übertragen. Das sehen wir, weil er da gelb blinkt. Und wenn das aufhört, zeigt er mal auf der Rückseite. Ja, yeah, meine Zickzacklinien. Das war jetzt toll. So, den Microbit wähle ich da gleich wieder aus, weil er meldet sich gleich wieder. Dann brauche ich das nächste Mal einfach nur direkt speichern. Weil das jetzt gar so schnell gegangen ist, machen wir gleich ein neues Programm. Erweitern wir das Vorhandene da. Beim Start soll der Microbit einmal das Wort Hallo sagen. Das haben wir also schon fix und fertig. Und dann hätte ich gern, dass er mir so ein vordefiniertes Icon anzeigt. Und zwar für eine Sekunde. Dann den Bildschirm löscht. Dann ein anderes Icon anzeigt. Und dann den Bildschirm löscht. Und dann noch ein drittes Icon anzeigt. Und dann den Bildschirm wieder löscht. So. Also, Show LEDs löschen wir weg. Bei Basic habe ich nämlich da Show Icon. Und da sieht man schon, man kann bei manchen solche Befehle da etwas runterklappen und da habe ich dann ganz viele schon fix und fertig, das könnte man selber auch machen, aber da brauche ich nur anklicken, die Icons. Okay, Show Icon. Dann habe ich da gesehen, bei Basic steht da Pause. Das sind 100 Millisekunden, gell? Sagen wir einfach eine Sekunde. Das sind 1000 Millisekunden. Das heißt, dieses Icon zeigt jetzt 1000 Millisekunden lang. Dann sagen wir unter More Clear Screen. Wenn ich den gelöschten Bildschirm da jetzt sehen möchte, naja, dann sollte vielleicht auch noch da 1/10 Sekunde warten. Und dann machen wir ein anderes Icon, aber jetzt habe ich schon den ganzen Block da, gell? Ich habe das alles schon einmal geschrieben und das soll diese gleichen vier Schritte sollen jetzt noch einmal passieren, aber mit einem anderen Icon. Das geht jetzt da leider nicht anders. Ich dupliziere mir da einfach das ganze Ding da. Gell, man sieht schon, rechte Maustaste, Duplicate. Dann habe ich das. Dann mache ich gleich noch einmal Duplicate und dann habe ich es noch einmal. Die äußere Klammer da, gell? So, eigentlich brauche ich nur das. Da unten dran. Und auch da, das tue ich mir einfach da unten dran. Das lösche ich mir weg. So, jetzt habe ich da einmal das erste Icon für eine Sekunde. Dann löscht er den Bildschirm eine 1/10 Sekunde lang. Dann soll ich mir ein anderes anzeigen, wie zum Beispiel ein T-Shirt. Das zeigt er mir eine Sekunde. Dann löscht er den Bildschirm. Wartet eine 1/10 Sekunde und dann noch ein drittes Icon. Da nehmen wir jetzt von mir aus ein Dreieck. So. Schauen wir mal, ob er das macht. Wunderbar. Er macht's. Und zwar immer wieder. Passt.
Das nennen wir jetzt einfach Hallo 4. Und sagen einfach Speichern. So, Datei speichern. Da ist der Microbit. Tun wir es einfach speichern. Es wird wieder übertragen. Und dann kann ich mir es anschauen. Passt. Wunderbar. Er macht genau das, was ich haben will. Ja, damit hätten wir die ersten Programmierschritte mal erledigt.